Die Generalversammlung der Vereinigten Nationen setzt Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat aus. Bucha und Dutzende anderer ukrainischer Städte und Dörfer, in denen Tausende friedlicher Einwohner von der russischen Armee getötet, gefoltert, vergewaltigt, entführt und ausgeraubt wurden, dienen als Beispiel dafür, wie dramatisch weit die Russische Föderation von ihren ursprünglichen Erklärungen im Bereich der Menschenrechte entfernt ist. Deshalb ist dieser Fall einzigartig und die heutige Reaktion ist offensichtlich und selbsterklärend. 93 Mitglieder stimmten dafür, darunter Österreich, Deutschland und die USA. 58 Mitglieder enthielten sich, 24 Mitglieder stimmten dagegen, darunter neben Russland unter anderem noch Algerien, Bolivien, China, Kuba, Nordkorea, der Iran und Syrien. Insgesamt kam so die notwendige Zweidrittelmehrheit zusammen, für die Enthaltungen nicht gezählt wurden. In favor. Die grüne Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte, Eva Ernst-Cicic, begrüßte das Abstimmungsergebnis und bezeichnete den Schritt als historische Entscheidung, die eine logische Konsequenz nach dem eklatanten Völkerrechtsbruch sei. On the other hand, die Gräueltaten, die in Bucha und in anderen Orten in der Ukraine aufgedeckt wurden, müssten von internationalen Organisationen so rasch und gründlich wie möglich untersucht werden. Eine Blockade für diese Aufklärung durch die russische Kriegsverbrecherpartei im Menschenrechtsrat wäre demnach ein Desaster gewesen. Der UN-Menschenrechtsrat ist ein 2006 als Nachfolger der UN-Menschenrechtskommission gegründetes und in Genf angesiedeltes Unterorgan der Vollversammlung. Ihm gehören 47 Mitgliedstaaten an, die jeweils für 3 Jahre gewählt werden. Please signify those against. Abstentions.